Hallo in München, du übernimmst hier den Meridian 79075 nach Kufstein, rüste den Triebwagen fertig auf und öffne die Türen. Planmäßige Abfahrt ist um 15:43 Uhr. Gute Fahrt. Und damit ein ganz herzliches Willkommen hier zu einer neuen Let's Play Folge hier im Train Simulator 2022 hier auf meinem Kanal. Und heute fahren wir mal wieder den Stadler Flirt 3. Und das Ganze auf der wunderschönen Route München-Rosenheim V2. Und dann sage ich mal, schließen wir das Fenster und starten wir direkt mal. Öffnen als allererstes die Türen, um die Fahrgäste ein- und aussteigen zu lassen. Und dann passen wir noch die Sichtfeld an. So ist gut. Dann rüsten wir unseren Zug mal auf. SIFA, PZB und LZB hat der Zug nicht. Machen noch die Zugspitzensignale an. Der Kufstein steht schon, wunderbar. Brauchen wir da nichts mehr verstellen. Und dann gucken wir mal, was hier alles so in München Hauptbahnhof hier rumsteht. Hier fährt ein RE raus mit einer 110er. Hier nochmal das Dos mit einer 145er. Ja, das passt jetzt nicht so ganz, aber. Okay. Ja. Und wir sehen bei der Streckenupgrade München-Rosenheim V2 hat sich schon sehr vieles verändert. Hier in München Hauptbahnhof und auch in anderen Stellen. Zum Beispiel diese Bahnhofs Lichtern da, ne? Ja, ist jetzt hier orange, ne? Ja. Sehr schön. Finde ich hier alles. Aber da fährt er eh auch schon raus. Ja. Genau. Ja, hier ist auch ein Ausgang, aber hier kann man gar nicht sehen. Hier ist nichts zu sehen. Bisschen schade, aber gut. So ist es eben. Dann haben wir gleich auch schon Abfahrt. Die Türen schließen gleich auch schon. So, die Türen sind zu. Und dann können wir auch schon losfahren. Und wie viele Stationen müssen wir anhalten? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Okay. Genau, Soundupdate von Linus 11 habe ich natürlich auch noch mit installiert. Link zu dem Soundupdate ist natürlich auch in der Videobeschreibung. Ist auch nicht vergessen. Okay, das mussten wir nicht bestätigen.
Hier stehen auch noch sehr viele Züge, ja, noch abgestellt. Finde ich sehr schön. Als wenn es hier alles leer ist. Ist auch realistisch so, dass hier Züge abgestellt sind. Ja, die Route ist kaum wieder zu erkennen von DDG. Hat sich sehr vieles verändert. Sieht man auch schon direkt. München Ost müssen wir planmäßig um 15:51 Uhr ankommen. Müssen wir dieses Signal hier auch bestätigen oder nicht? Ich probiere es mal. Als Sicherheit. Ja. Das hat er auch genommen. Die Schienenstoßgeräusche, herrlich, ne? Richtig geil, diese Soundmod kann ich Ihnen nur empfehlen, und auch diese Sifa-Pedale Sound klingt auch sehr geil. Nightjet, Servus. Okay, das hat er jetzt nicht genommen. Ansagen weiß ich nicht, ob die auch hier im Szenario verbaut sind oder nicht. Toll. Schon die erste Zwangsen kassiert. Und warum? Keine Ahnung.
Halt, München Ost, Ausstieg links. Und ja, es sind Ansagen verbaut. Was ist das denn jetzt schon wieder? Warum habe ich jetzt schon wieder eine Zwangse? Was soll das? Lieber bleibe ich jetzt unter 85, weil auf eine dritte Zwangse habe ich keinen Bock. Müssen wir das auch quittieren? Gucken wir mal. Ja. So, dann geben wir noch die Türen frei hier in München Ost. So, die Türen sind auch schon wieder zu. Das heißt Abfahrt. Okay, wir haben hier ein rotes Signal. Okay. Und wir dürfen jetzt nur mit 25 km/h ausfahren. Weil sonst gibt es eine Zwangse. Und das wollen wir ja nicht und deswegen bleiben wir unter 25 km/h. Stehen auch nochmal S-Bahnen abgestellt. Wir 23er. Ah, wir dürfen jetzt 45 fahren. Jetzt dürfen wir 110 fahren gleich. Genau. Nächster Halt ist Grafing.
Und Flirt, servus. Moment mal. Mal das hier gleich auch bestätigen oder nicht? Guck mal. Oh ja. Schnell auf. Schnell unter 85 runterbremsen. Schnell, 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 schnell. Geschafft. Man hätte ja, denke ich, auch 25 Sekunden Zeit, ne? Runter zu bremsen. Ne? Was war das jetzt? Was war das jetzt? Ich weiß gerade nicht, was es war, aber okay. Ja, der Innenraum hat sich hier bei dem Repaint nicht verändert. Ist noch von dem Syvex hier. Ja. So, das war okay. Das war eine Sicherheitszwangsanruhr. Ich dachte schon.
Noch 16 Kilometer, dann sind wir in Grafing. Ja, und falls ihr euch fragt, was jetzt diese hier, diese eine da, eine graue Bogen da ist, das ist ein Bug vom AP-Wetter. Genau, das ist das AP-Wetter, das ist ein Bug. Und es wäre auch Zeit, dass das endlich mal behoben wird, dieses Bug da. Ich warte auch schon seit langem ein Update dafür. Aber leider wurde das hier noch nicht gefixt. Gleich auch schon in Grafing. Ja. 16.05 Uhr müssen wir in Grafing sein, aber ob wir das schaffen, keine Ahnung. Denn wir haben hier 16.03 Uhr. Hier gleich sind nur noch 140 erlaubt.
So, dann sind wir hier in Grafing angekommen mit 2 Minuten Verspätung. Dann würde ich sagen, das war's dann auch schon mit diesem Video. Dann sage ich mal, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, kommentiert das Video und abonniert meinen Kanal. Dann sehen wir uns in einer der nächsten Folgen wieder. Und damit, ciao. Bis zum nächsten Mal, euer Adriano LP.